Ich habe nur aus Lebensmitteln eine potenzielle Bombe gebaut und wenn ihr wissen wollt, wie ihr verhindern könnt, dass ihr eure Küche in die Luft jagt, dann guckt das Video bis zum Ende. Ich bin ja schon bereits einmal mit dem Fahrrad losgefahren, Brombeeren zu pflücken, letztes Jahr. Jetzt ist ziemlich genau ein Jahr um. Und diesmal sehen die Brombeeren richtig, richtig gut aus. Da habe ich so einen kompletten Eimer in meiner Packtasche, den ich mit Brombeeren füllen werde. Letztes Jahr hatte ich genug Brombeeren für Marmelade. Ich glaube, ich habe sogar noch so ein kleines Rest an Brombeermarmelade da. Irgendwann hast du die Schnauze voll. Deswegen werde ich dieses Jahr nicht so viel Brombeermarmelade machen, aber ich zeige euch ein paar Möglichkeiten, was man auch mit Brombeeren machen kann, um Brombeeren haltbar zu machen. Ich kann nicht mehr verleugnen, was ich getan habe. Ich habe ungefähr gut über 6 Volumenliter Brombeeren gesammelt. Seitdem ich 4 Liter habe, drückt es von oben nach und wahrscheinlich habe ich unten eher Brombeermatsche. Ist aber für mich egal, weil ich will die eh verarbeiten und das Gefäß habe ich natürlich vorher sauber gemacht. So, und da ich jetzt tausendfach gegen die Brombeersträucher gekommen bin und mich viele Sachen gestochen haben, werde ich mal gucken, dass ich mich hier ein bisschen abspülen kann. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die Dusche. Prost. Ich bin ja auch ohne Helm und ohne irgendwas auf dem Kopf unterwegs. Das heißt, ihr konntet schon erahnen, ich fahre langsam. Und ich fahre nicht weit. Das war's dann jetzt eigentlich auch schon für heute. Ich fahre jetzt nach Hause und treffe dann ein paar Vorbereitungen zum Verarbeiten der Brombeeren. So, dann komme ich jetzt zum Verarbeiten der Brombeeren. Dafür habe ich ja schon mal alles so vorbereitet, was ich brauche. Wenn ihr hier Dreck seht, lasst euch davon nicht irritieren. Mein Vater war Chemiker und er war der Überzeugung, Dreck, der sich nicht löst, ist kein Dreck. Und ich stimme ihm da voll und ganz zu. Ich mache ja jetzt verschiedene Sachen mit den Brombeeren und zum einen wollte ich einige Brombeeren in Wodka einlegen. Jetzt habe ich nur diesen guten hier, aber das macht nichts. Ich habe hier 2 Gläser, ich muss hier ein bisschen was von abtrinken. Der ist jetzt leider nicht kalt und deswegen werde ich jetzt hier eins, zwei, das sollte reichen, Gläser voll machen. Und die werde ich jetzt kalt stellen. So, dann werden jetzt erstmal die Brombeeren gewaschen. Ich habe diesmal so viele Brombeeren, dass ich das gar nicht mit allen auf einmal machen kann. Aber das ist auch nicht schlimm. Jetzt mache ich jetzt erstmal ein paar. Boah. Da kommt schon jede Menge Brombeerflüssigkeit raus. Erstmal mache ich nur eine ganz kleine Menge der Brombeeren. So. Gut. Und das lasse ich jetzt einfach ein paar Wochen, Monate so ziehen. An einem dunklen Ort. Okay, als nächstes folgt der Essig. Dafür nehme ich ein großes Glas ohne Deckel
Hier rein passt leider, ist mein Waschbecken ziemlich klein, aber gut. So, das mache ich jetzt voll. Küchen, die sind eher für Hausfrauen gedacht. Die sind viel zu klein für mich. Also viel zu niedrig. Und ich bin jetzt nicht besonders groß. So, reicht das? Ja, müsste reichen. So, das ist jetzt natürlich auch ein Experiment für mich. Das Ding wird jetzt aufgefüllt mit Wasser. Mich? Ja, gut. Das ist genau die richtige Position, um euch was zu erzählen. Also, hier ist jetzt Wasser und die Brombeeren sind hier drin. An diesen Brombeeren kleben natürlich irgendwelche Bakterien, Pilze und Verunreinigungen. Hier möchte ich hieraus ein Essig machen. So, und damit die Essigbakterien, die Essigpilze, Hefen, was auch immer genau ist, hier die dominante Bakterie, der dominante Pilz ist, habe ich einen Apfelessig geholt. Also ich brauchte einen Fruchtessig mit Essigmutter. Und da sieht man dann auch hier unten, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, so ein bisschen Hefepilz. Ich bezeichne das jetzt mal weiterhin als Hefepilz, denn dieser Hefepilz, dieser Essigpilz, der vertreibt, beziehungsweise der lässt den anderen Bakterien keine Chance. Und deswegen gebe ich einen kleinen Schuss davon rein, sobald ich dieses komische Ding hier aufbekomme mit meinen nassen Händen. Und gebe einen ordentlichen Schuss hier rein. Jetzt dürfen hier natürlich keine Fruchtfliegen reinkommen und davon habe ich hier jede Menge. Deswegen werde ich sofort, oh, schwitze, einmal hier sauber machen drumherum. Dann nehme ich einmal Küchenpapier drüber. Ich mache es zweimal, um sicher zu gehen. Zweimal Küchenpapier hier rum. Und dann habe ich aus so einem afrikanischen Laden, da habe ich für meine Haare so Haarreifen geholt. Weil die sind perfekt hierfür. So. Und jetzt muss das eigentlich auch nur noch eine ganze Weile rumstehen und zu Essig werden. Also weg damit. So, für den nächsten Versuch, wie gesagt, das sind alles doch Versuche für mich. Das ist ein Experiment, brauche ich ein bisschen Wasser. Und dann habe ich hier Weinhefe. Davon packe ich mal ein bisschen was hier rein und lasse das mal so ein bisschen aufgehen. Hätte schon eher machen können. Reicht das? Ja, viel hilft viel. So, und wie bei einer echten Weingläse, wie mit Weintrauben, gehe ich jetzt mit meinem nackten Fuß da rein und zerstampfe die. Oder aber ich nehme meinen Stampfer, den ich mir irgendwann mal geschnitzt habe. Das waren jetzt die letzten Brombeeren. Zermanschen auch noch ein bisschen. So, und um der Hefe noch ein bisschen mehr Nährstoffe zu geben, packe ich ein bisschen Zucker noch da rein. Aber nicht zu viel, die Früchte enthalten eigentlich genügend Zucker. Aber da gibt es auch mehr Alkohol. So, stopfe ich noch ein bisschen weiter. Ein bisschen Wasser rein.
So, mein Stampfer ist jetzt rot. Jetzt werde ich das Ding auffüllen mit Wasser und vorher hier einmal rumherum streichen. Die Weinhefe. Der Ring sollte hier sauber sein. Also auch sauber von diesen Brombeersachen. Gut, voll machen. Jetzt entsteht ja eine Gärung und durch diese Gärung entsteht hier drin CO2 und ich hoffe, dass ähnlich wie bei der Fermentation von Sauerkraut das CO2 hier nur rausgeht und kein Sauerstoff mehr rein. Hier möchte ich keinen Sauerstoff mehr drin haben. Sollte klappen. Ich habe einen Gärballon, aber der ist gerade belegt für den Met. Das hier ist halt der Essig und das hier wird der Brombeerwein. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das ist für beides ein Experiment. Hier kommt halt Sauerstoff rein. Der Essigpilz braucht Sauerstoff. Die alkoholische Gärung, die verträgt Sauerstoff nicht so gut. Also das kann den Wein noch komplett versauen. Ich muss das Ganze jetzt ein paar Monate so stehen lassen. Das heißt, ich mache jetzt einen Zeitraffer. Und dabei können wir sehen, wie sich die beiden Produkte im Laufe der nächsten 2 bis 3 Monate verändern. Los geht's mit dem Zeitraffer. Und los! Es ist ein Zeitraffer in 5-facher Geschwindigkeit. Also es kann schon ein bisschen dauern. Na okay, ich mache ein neues Video in 2-3 Monaten. Und sobald der Wodka gekühlt ist, muss man den natürlich auch trinken. Den guten Wodka darf man nicht verkommen lassen. So, es läuft hier schon runter. Der ganze Teller ist schon voll, das heißt die Gärung ist in vollem Gange. Sehr, sehr gut. Das ist eine geile Hefe. Dabei kann die Hefe gerade mal 1,5 Stunden ihren Job machen. So, das ist jetzt am nächsten Morgen. Ich habe den Weinballon auch abgedeckt, weil das kommt mit so viel Karacho da rausgeschossen, dass es über Nacht hier eine riesige Sauerei gemacht hat. Okay, das kam schon gestern Abend, das wird jetzt auch rot bleiben, das ist jetzt aber nicht so schlimm, diese Arbeitsplatte, die ich hier drauf habe, das ist eigentlich nur ein Provisorium. Das Provisorium wird vermutlich so 20 Jahre halten. Aber man sieht hier jetzt diese ganzen kleinen Fleckchen. Das könnte einem die Küche versauen. Und selbst zum Essig hat es rüber gespritzt. Das hier wäre die richtige Variante. Das hier ist mein Metansatz. Hier ist eine Öffnung. Und dann kann das Wasser, beziehungsweise dann ist da eigentlich nur eine Verbindung durch das Wasser hier hindurch. Und alle paar Sekunden kommt hier so ein Blubberbläschen raus. Das ist dann das CO2, was entweicht. Und dadurch entsteht hier kein nennenswerter Überdruck.